Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part von LEGO City Undercover. Wir sind immer noch in der geheimen Basis von Rex Fury angekommen, und das war ganz schön knapp. Ja, wir haben den Jetpack im letzten Part erhalten, und das ist mal richtig geil hier, wie wir jetzt auch noch rumschweben können. Und dann haben wir auch noch eine neue Waffe von Chase entdeckt, die wir wohl schon länger haben, nämlich eine Laserkanone, wo wir die paralysieren können. Ich wusste nicht, ob wir die schon längst haben oder ob wir die erst neu bekommen haben. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder ihr habt es schon längst im letzten Part getan. Das weiß ich nämlich nicht. Auf jeden Fall geht es hier mächtig ab, das kann man so sagen. Und es wird Zeit, dass Rex Fury endlich dingfest gemacht wird. Ein weiteres Mal. Aber erstmal hier das ganze Mobiliar von ihm zerstören und die ganzen Sachen hier mitnehmen. Denn die Geschenke, die Rex uns gibt, die sollte man ja annehmen. So, und hier ist nochmal ein paar blaue. Habe ich so im Augenwinkel gesehen. So, eigentlich würde ich ja gerne nochmal unten gucken, wie ich an denen komme. Aber da scheint es mir schon weiterzugehen. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viel Lust, jetzt hier wieder zurückzurennen. Naja, egal. Ich werde die sowieso dann nochmal machen. Egal. Ja, das hat ja viel gebracht. Aber wir bauen etwas anderes. Ah, wir bauen einen Dynamitengenerator. Okay. Da haben wir ja auch schon gesehen, wo wir den einsetzen müssen. Weil bei zwei dummen Idioten, die das ja bewacht haben, gab es ja was wo wir Dynamit einsetzen können. Warum habe ich das nicht kaputt gemacht? Naja, egal. Hier nämlich. Ja, und natürlich sollte ich auch die Fähigkeit wieder wechseln. So, was kommt da raus? Spannende Frage. Wumm. Ja, erstmal bricht hier fast die ganze Lagerhalle zusammen, wie mir scheint. Oh, und das ist ein Teleporter. Und neue Idioten. Oder auch nicht. Ja, das waren Idioten. Auf jeden Fall sind die wohl tot. Oh. Ja. Ja, würde ich auch so sagen, Chase. Gut, ich hoffe nur, dass da jetzt rechts unten nichts war. Nur eigentlich konnten wir da nicht mehr hin. Von daher, wie er es erstmal geschafft hat, die ganze Halle hier sozusagen auszuschalten. Oh, ein Druckhebel. Aha. Ach, verpisst euch doch. Ihr könnt doch eh nichts. Tschüss. Na, ich wollte ihn jetzt eigentlich wieder. Ich wollte jetzt eigentlich runterschubsen, aber egal. Moment mal, jetzt möchte ich aber vorher noch was gucken eben. Ist da jetzt oben auch durch den Schalter? Ich drücke den nochmal. Ja, okay, kann man nur einmal drücken. Okay, ist da oben jetzt auch diese Laser weg? Weil da oben war ja noch ein roter Stein. Nee, die sind immer noch da. Hey, warum geht das hier nicht weg? Ja, das brauche ich aber nicht. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich auch nichts dran machen. Was soll das sein? Egal. So, nehme ich jetzt eine Abkürzung. Na, ja. Dankeschön. Das kam gerade nicht. Nein, nicht. Naja, egal. Gibt es nochmal ein paar extra Stats? Ich habe das doch da reingesetzt. Ich habe doch A gedrückt. Ach. Ja, klar. Klar. Also langsam regt mich die Sache hier wieder auf. Ja, das ist doch bescheuert. Wie soll ich das denn machen, wenn da kein neuer mehr kommt? Muss ich hier den Schalter weg oder muss ich das jetzt mal wegschmeißen? So. Also das scheint mir auch nicht ganz so gut gemacht zu sein. Man muss nämlich jedes von den Treppen. Ja, klar. Wie soll ich das denn bitte machen? Das ist doch dumm. Vor allen Dingen, weil die Kamera jetzt auch nicht die beste ist und die ich auch nicht so wirklich hier ändern kann.
Ja, das sieht doch schon viel besser aus. So. Meine Fresse, also das hat mich jetzt aufgeregt. Naja, gut. Hätten wir das auch endlich. So, jetzt können wir da rum. Und wieder wohl wieder failen mit diesem... Mit diesem Jetpack. Ne, diesmal klappt's. Okay, finde ich gut. Und wie gesagt, ich bin der Hoffnung, dass da nichts war. Wow, das war knapp. Ach, ihr nervt. Ach, ihr nervt doch. Ihr könnt doch gar nichts. So, jetzt reicht's mir hier. Tschüss. Oh, das war knapp. So, du auch. Du darfst auch nach unten gehen. Ach, ja, oder so. So. Ach. Klappt irgendwie nicht immer. Naja, egal. Egal. Wir müssen ja nicht alle runterschmeißen. Moment mal, da unten sehe ich noch was. Wow. Kannst du auch loslassen, Chase. Ja, nur so. So, geht doch. So, da kann ich auch hinspringen. So. Ach, der U-Boot-Kapitän. Lol. Ja, und das war Fail. Immerhin starte ich wieder da und muss nicht wieder da hinten hin mit diesem blöden Raketending. So. So, was haben wir hier noch so Schönes? Außer ein paar Absperrungen. Wieder was zum Aufbrechen. Das scheint mir die letzte Marke zu sein. Das letzte, das nächste Markenviertel. Wir haben ja noch nicht alle, aber das... Eins von fünf? Hm? Ja, ich weiß, ich brauche eine Brechstange. Weiß ich auch. So, Nummer 5. So, hier rum und wieder den Teleporter benutzen. Und der führt uns wohin, wenn ich fragen darf? Ach, hier hin. Okay, da waren wir noch gar nicht. Langsam wird es hier ganz schön verwinkelt hier in diesem Geheimversteck von Rex. Aber was wir hier schon alles gemacht haben, das ist auch nicht ohne... Ja, ich weiß. Dankeschön. Sonst hätte ich auch nicht direkt das umgewechselt. Wir müssen Blumen kaputt machen? Okay, von mir aus. Ich würde die eigentlich nicht so gern kaputt machen, aber gut. So, da ist auch dann die Elektrizität gesichert. Aha, okay. Ach, jetzt können wir weiter. Okay, wir konnten da gar nicht weiter. Na gut. Gut, dann haben wir das auch geklärt. So, dann können wir hier hochklettern und uns gegen die nächsten Idioten kümmern. Und uns um die nächsten Idioten kümmern. Und schönen Flug mit dir. Und du bist der Nächste, der dran glauben darf. Und tschüss. Ah, ist so geil. Ach so, ich glaube, das ist... Ah, ich glaube, wir kommen hier wieder zurück dahin. Also auf die Anfangsplattform hier mit dieser Rutsche. Okay. Ja, das ist doch schon um einiges besser. Aber jetzt möchte ich doch noch irgendwie einen Weg finden, dann vielleicht von hier aus diese Laser-Dinger kaputt zu machen. Aber irgendwie sehe ich das nicht. Da drüben ist so eine Plattform für den... Plattform, so eine Astronautenkiste. Aber ich denke nicht, dass ich die von hier aus irgendwie umdrehen kann. Was passiert jetzt? Schon wieder so ein Kran. Okay. Lego Technik lässt grüßen. Nein, keine Ahnung. Aha. Die Platte kommt da runter. Ja, was soll mir das bringen? Ah ja, okay. Ja, jetzt sehe ich's. Ja, jetzt denke ich mal, wird's wieder richtig bescheuert werden. Ich mag diese Passagen überhaupt nicht und irgendwie klappt's doch. Keine Ahnung. Weil mal klappt's, mal nicht. Ist random. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ist irgendwie random. Mal klappt das, mal nicht. Was soll's, kann ich nichts dran ändern. Ich denke mal auch, wir werden hier Dynamit rauskommen und dann geht's wohl in den nächsten Abschnitt. So, schön wieder den Farbcode eingeben und dann kommt da Dynamit runter. Aus dem All her teleportiert. Nee, oder eine Kiste.
Ja, und da drin ist dann Dynamit. Okay, die Kiste war jetzt unnötig, aber gut. War jetzt auch deutlich unnötig. So, auf damit. So, was geht jetzt ab? Zeig dich, Rex. Es ist langsam aus, du hast langsam ausgedient. Das ist Natalias Vater. Alter. Jetzt geht's aber ab. Oh, ich fass es nicht. Oha, jetzt geht's ab. Also jetzt ist aber echt der Bogen überspannt hier. Das muss man ja immer so sagen hier. Und tschüss, mein Freund. Und du auch, darfst auch weggehen. Es wird schon eine Telle hier, es wird schon eine Geisel genommen hier. Aber das, was so in der Szene war, das war ja echt der Lego-typische Humor. Das muss man ja mal so sagen. Ja, egal, ich mach's gleich. Ich guck mir erstmal an, was hier noch so ist. Der ganze Bonus. Der ganze Bonus hier. Oh! Ein neues Gefährt. Cool. Cool, ein Auto. Gefällt mir. Aber was haben sie vor? Und was hat Forrest Blackwell mit der ganzen Sache zu tun? Anscheinend war er ja der große Auftraggeber. Ach. So, das machen, da machen wir hier kurz einen Prozess. Und tschüss. Und du auch. Aua, lass es doch bleiben, Mensch. Okay, du hast ja jetzt einen extra Flug verdient. Vor allen Dingen mit einem schönen Tritt. War zwar nicht geplant, aber gut. Irgendwie möchte ich schon gerne den blauen da haben. Naja, gut. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Naja, gut, dann machen wir das eben so. So. Können wir ja drüber springen.
So, was haben wir noch so? Hier ist eine Kiste, die muss ich irgendwo hintragen. Aber erstmal breche ich hier das hier auf. Wenn ich da umgewechselt bin mal wieder. So, und dann brauchen wir wieder den Mechaniker, den Handwerker. Um wieder die Elektrizität sicherzustellen. Okay, damit können wir hochfliegen. Dann scheint wohl irgendwas in dieser Kiste zu sein. Irgendein Bonus oder so. Da sollten wir uns mal anschauen. Na, aber nicht runterfallen. Heuiui, das war knapp. Ach, ich glaube, ich sollte lieber noch warten. Bis ich da die richtige Höhe erreicht habe. So wie jetzt. Okay, ein Astronautenteleporter. Okay, ich weiß nicht, wo der mir hinführt. Ich gehe doch nochmal lieber woanders hin. Ich gucke mich doch nochmal um. Irgendwas sagt mir, dass wir schon hier zu weit sind. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Stat einsammeln. Vor allen Dingen, weil leider auch die Zeit schon wieder etwas weiter vorgeschritten ist. Aber ich werde natürlich noch ein bisschen machen. So, dann tragen wir erstmal die Kiste. Dahin. Ach so, damit sollte sich jetzt das gegenüberliegende Stück finden. Hä? Was zum... Das gegenüberliegende Stück ist das jetzt nicht unbedingt. Egal, machen wir das erstmal. Haben wir hier mehrere Möglichkeiten hier zu machen. Und ich sehe hier, glaube ich, drei rote Lampen. Okay, erstmal wieder was bauen. Ach so, das war das falsche Objekt. Okay. Ah, okay. Okay, ja. Was können wir hier jetzt machen? Okay, wir können das ganze Ding hier wieder zum Laufen bringen. Ob das eine gute Sache ist, weiß ich nicht. Ich würde es einfach mal sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und was passiert jetzt? Ist das eine fliegende Untertasse? Eine Untertasse? Okay, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich gehe dann doch erstmal hoch. Irgendwie wird das jetzt ganz schön sehr merkwürdig hier, wenn ich das so sagen darf. Hallo? Ja, das war mir klar, dass wir jetzt hier hinkommen. Okay. Chase McCain. Sie sind gar kein Professor, sondern von der Polizei. Nein, das... Egal, ich bin hier, um Sie zu befreien. Prächtig. Drück den Knopf auf dem Kontrollfeld hinter mir. Das wird gemacht, aber erst müssen diese Idioten hier mal wieder das Zeitliche segnen. So. Und die ganzen Apparaturen von Rex müssen hier auch. Ja, ich weiß. Aber was hat er mit einer Satellitenschüssel vor? Was hat Rex und Blackwell damit vor? Das sind jetzt spannende Fragen, die wir hoffentlich gleich klären werden. Egal, wir befreien ihn, würde ich sagen. Danke. Ach du Schande. Chase McCain, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du das Leben meiner Tochter ruiniert. Danke. Ach, war ganz gut für sie. Insgeheim gefällt ihr der Beruf der Sanitäterin nämlich viel besser. Aber jetzt müssen wir sie aus den Fängen Forrest Blackwells befreien. Ja. Unglaublich, dass Blackwell ein Bösewicht ist. Er schien eigentlich ganz nett. Er ist ein Fiesling. Wie ich sehe, hast du uns schon ein Gefährt besorgt. Ich fahre die Andockklammern ein. Okay. Ich glaube, jetzt wird's geil. Gelange ins UFO. Okay. Das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich denke mal, es wird lustig im nächsten Part. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Oh yeah. Ach, oder wisst ihr? Ja, doch. So, und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir begrüßen euch zurück zu einem neuen Part von Lego City Undercover. Wir steigen in ein U-Boot. Und werden jetzt wohl mithilfe dieses U-Bootes wo jetzt loslegen. Auf jeden Fall ist der Spezialauftrag abgeschlossen. So, es geht jetzt daran,
Rex, Fury und Forrest Blackwell aufzuhalten. Was sie auch immer treiben, dem Treiben von ihnen muss ein Ende gesetzt werden. Und deshalb legen wir los. Es ist leider kein Lebo City Held. 93%. Naja, was soll's. Das werde ich ja alles offscreen, wie gesagt, machen, um alles abzuschließen. Das wollt ihr natürlich sehen und deshalb mache ich das natürlich auch. So, aber jetzt wird es erstmal Zeit, Rex dingfest zu machen. So, halte B, um das U-Boot sinken zu lassen, okay. Ich denke, wir folgen einfach mal den Kreisen hier. Ja, sonst tut sie noch jemanden weh. Und wir müssen herausfinden, was Black vorhat. Woran haben Sie denn für ihn geforscht? An einem Phasenpolaritätsausschlussfeld. Ah ja, ich verstehe natürlich, was das ist. Aber wie würden Sie es zum Beispiel einem kleinen Kind erklären? Stell dir vor, du hast ein paar subatomare Partikel. Einem noch etwas kleineren Kind? Es ist so eine Art magische Blase, die nichts durchlässt. Wow. Was könnte er damit vorhaben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er einen Rachefeldzug gegen Lego City führt. Dann sage ich besser den Kollegen Bescheid. Okay, es geht ja wohl jetzt wieder mächtig ab hier. Das muss man ja mal so sagen. Mount Cashmore. Stell dir das mal vor. Forrest Blackwell ist ein fieses Superhirn und steckt hinter dem Ganzen. Forrest Blackwell? Aber er ist doch ein guter. Er war gerade im Fernsehen. Hat seine weiße Katze gestreichelt. Oh, er ist ein Bösewicht. Was? Warum war er im Fernsehen? Er hält heute Nachmittag vor dem Blackwell-Turm eine Pressekonferenz ab. Anscheinend hat er Neuigkeiten, die Lego City für immer verändern werden. Da werden sicher alle hingehen. Wir müssen ihn aufhalten. Sag dem Chief Bescheid. Mach ich, aber hast du denn Beweise, die ich ihm vorlegen kann? Oder Donuts? Nein, aber ich besorge welche. Oh, gut. Ich hätte gerne einen mit Apfelgeschmack. Beweise meine ich. Ich werde Beweise besorgen. Also, ich fahre auf jeden Fall erstmal zum Blackwell-Turm. Ist ja eh fast die ganze Abteilung wegen der Pressekonferenz da. Und ich werde versuchen, den Chief zu überzeugen. Ruf mich sofort an, wenn du was Handfestes hast. Danke. Pass auf dich auf. Ja, jetzt geht's aber mal richtig ab hier. Ich will noch überall hinfliegen. Ich habe es gerade ein bisschen nicht gesehen, hier, aber gut. Selbst an Frank, also das Hotel von Franks Eltern, kommen wir nochmal vorbei. Ja, und da sind wir schon in der Villa von Blackwell. So. Zeit jetzt da reinzustürmen. Ach so, ja, oder einen anderen Weg, habe ich auch kein Problem mit. Ja gut, dann nehmen wir halt eben einen anderen Weg, war auch okay. Das ist da oben. Vorher sehe ich hier unten was Interessantes. Nämlich ein Steinchen. So, dann wieder unser Jackpack ausrüsten. Damit wir hier langfahren.